König Schober aus Österreich gegen den spanischen Black Panther Frank Munoz. Frank ist 35 und Dominic 27 Jahre alt. Der Größenunterschied ist jedoch enorm. Die MMA-Kampferfahrung von Schober ist zwar deutlich höher, allerdings darf man nicht vergessen, dass Munoz nahezu 100 K1-Kickboxkämpfe hat. Als Vollprofi trainiert Frank Munoz auf der ganzen Welt. Und er ist unter anderem Sparringspartner vom UFC-Champion Daniel Cormier. Frank ist 35 Jahre alt und er lebt seit 11 Jahren von diesem Sport. Aber heute ist für ihn ein ganz wichtiger Tag, denn er hat nahezu 100 K1-Kämpfe bestritten und heute ist sein MMA-Debüt. Seite ist da der 27-jährige Dominic Schober. Er ist bereits als MMA-Kämpfer sehr erfolgreich, hat auch eine erfolgreiche Profi-Boxkarriere hinter sich und bei ihm geht es heute um den internationalen Durchbruch. Dominic trainiert unter anderem mit dem UFC-Fighter Alex Rakic in Wien und er hat nur ein Ziel. Er will ganz nach oben im MMA. Beweisen, dass er auch im MMA einer der besten Standkämpfer der Welt ist. Und Dominic will ganz nach oben, um zu beweisen, dass er auch einen solchen Weltklasse-Mann wie Munoz schlagen kann. Ich denke, dieser Kampf wird es in sich haben. Er wird an Spannung kaum zu überbieten sein. Until I take my last breath, I'm a